wir sind Yvonne und Sarah. Hi, und heute machen wir ein Follow Us Around. Gerade sitzen wir noch, aber gleich geht's los zum Friseur, denn Sarah bekommt neue Extensions. Oh Gott, und die trage ich schon seit 4 Monaten. Also ich brauche eigentlich alle 3 Monate neue Haare, während andere 6 Monate Extensions tragen. Mir fallen die aus. Ich habe, glaube ich, jetzt nur noch 8 Stück drin. Der Zopf ist ganz dünn. Und ich freue mich total, dass ich jetzt heute neue kriege und wir filmen das Ganze. Ja. Ich bin schon sehr gespannt, ich war nie mit dabei. Und ich mache mir heute auch nochmal den Ansatz. Ich habe hellere Haare bestellt. Bin mal gespannt, ob die wirklich dann heller werden. Weil ich wollte sie irgendwie ein bisschen heller. Ich fand sie so dunkel aus. Liegt auch an meinem Ansatz. Das sieht ganz schlimm aus. Naja, wir filmen das Ganze und ich werde mich nackt zeigen. Also auf dem Kopf. Ich freue mich. Ich mich auch. Dann gehen wir jetzt los. Yay. Ciao. Yvonne isst gerade ihr Brot, da ist mein Friseur. Und ich weiß gar nicht, ob ich es schaffe, denn auf jeden Fall warten wir jetzt gerade. Hier hängen schon meine Haare. Und gleich bekomme ich erstmal die alten Extensions raus, von denen gar nicht mehr so viele vorhanden sind. Es hat 1,5 Stunden fast gedauert, meine Extensions rauszunehmen und mir tut alles weh und ich habe jetzt sehr struppige, kurze Haare. Au! Oh. Jetzt habe ich die Farbe. Das ist ein bisschen heller. Und jetzt kriege ich meine Extensions, die hängen hier. Genau. Fehlen noch ein paar Strähnen. Ich bin ganz zufrieden, sehr zufrieden. Es ist auch heller hier oben. Und ich finde sie ganz toll. Und von der Länge sind sie jetzt wieder ein bisschen kürzer als vorher, weil sie natürlich wieder dann rauswachsen in 3 Monate. Und die sind übrigens von Great Length. Also ganz gute. Und das ist mein spezielles Speck. Und ja, ich bin ganz zufrieden. Ich habe 50 Strähnen drin, in der Länge 35. Dann danke fürs Zuschauen und schaut mal hier auf der Webseite vom Disini-Friseur vorbei und wir freuen uns auf einen Daumen hoch. Genau. Tschüss.